Morgen beginnt also der 1 Beachvolleyball Grand Slam presented bei Ergo und heute findet da unten ein ganz interessantes Experiment statt. Entlehnt vom römischen Zisternenbau versuchen da Dutzende Mitarbeiter ungefähr an die 20.000 Liter Wasser aus diesem Court rauszubekommen. Und das ist der Mann aus der Sportabteilung, man sieht es sehr gut, Mario Varenitz. Seit wann arbeitet ihr da? Ja, heute seit 10 Uhr in der Früh. Wenn man es nicht besser wissen würde, dass da ein römisches Zisternensystem nachgebaut wird, könnte man meinen, es sind Maulwürfe zu Gast. Wie genau habt ihr, nach welchen architektonischen Plänen habt ihr diese Bruchlandschaft tatsächlich entworfen? Ja, wir haben ewig lang überlegt, also circa 10 Minuten, weil mehr Zeit haben wir nicht gehabt. Und dann, ja, wir haben einfach ungefähr 4.500 Löcher am Center-Cut gegraben, haben das Wasser entfernt, abgepumpt, ja, und jetzt stehen wir da und sind Gott sei Dank in der Lage, das Ganze wieder zuschütten zu können und im Endeffekt, dass morgen das Turnier normal beginnen kann mit der Damenqualifikation. Ja. Jetzt gibt es den Beach Grand Slam in der 16. Auflage. Wir selber haben, glaube ich, schon Dutzende, hunderte Beachvolleyball-Courts gesehen bei jedem Wetter, Hagel, Blitz, Donner. Sowas habe ich persönlich noch nie gesehen. Du? Nein, allerdings auch noch nicht. Ist uns noch nicht untergekommen. Aber immer ist einmal das erste Mal und jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Wie kann man sich das erklären, dass Wasser wirklich so stehen bleibt, dass wenn man den Court betritt, knietief einsinkt, wie ein Treibsand? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. Die Frage ist, wie gesagt, das erste Mal und ja, eine neue Erfahrung. Und jetzt wissen wir, wenn es 2 Tage komplett durchschifft und durchregnet, ja, was wir dann zu tun haben. Buddeln. Welches Team, glaubst du, wird gewinnen? Wem kommt so ein Boden eher entgegen? Am kleinen Verteidigungsspieler, der sich in den Löchern verstecken kann, oder Hallenstar, der in diesen Inselgruppierungen plötzlich abhebt wie auf Hallenboden? Also grundsätzlich würde ich auf Rudik Pittel tippen. Da die aber leider nicht im Genuss dieser Wildcard gekommen sind, ist es relativ schwierig, ein zweites Team nachzunominieren. Aber im Grunde, glaube ich, werden alle gut springen können, weil staubtrocken sein wird ab morgen. Danke, Herr Varenitz. Wir bedanken uns auch bei Ihrem Team und ich glaube, einen Schluck Wasser habt ihr euch alle verdient. Alles klar, danke.